Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zur nächsten Episode Stricker TV. Heute aus aktuellem Anlass ein Interview mit einem Nationalrat, einer Legende innerhalb des Nationalrats, und zwar Andreas Glarner ist bei mir zu Gast, der sich einen Namen gemacht hat durch, sag ich mal, dadurch, dass er eine eigene Meinung vertritt und dies lautstark tun kann, sehr intelligent auf Twitter oder X auch sehr erfolgreich unterwegs ist und mittlerweile also eine Ikone der SVP geworden ist und mir jetzt erfreulicherweise redend Antwort steht zu den Initiativen, die in der Schweiz am 9. Juni zur Abstimmung gelangen. Dazu muss man sagen, Andreas Glarner ist SVP. Es gibt also wahrscheinlich eher eine bürgerliche, liberale Sicht auf die Dinge. Ich versuche hier nicht wahnsinnig Gegensteuer zu geben, weil ich wahrscheinlich mit ihm einigermaßen einig gehe. Das einfach als kleine Warnung an die Leute, die hier eine absolut objektive Sendung erwarten. Hallo Andreas. Hallo. Wir haben ja drei Initiativen, die zur Abstimmung kommen. Wir haben einerseits die Prämienentlastungsinitiative. Das klingt ja wahnsinnig gut, oder? Maximal 10% des Einkommens soll für die Krankenkassenprämien quasi aufgewendet werden müssen. Und sonst gibt es was? Weißt du das? Es gibt einfach eine weitere Zuzahlung des Staates für die Leute, die sich das nicht mehr leisten können, auf den ersten Blick verlockend und auch durchaus verständlich. Ich meine, die Prämien, die sind nicht mehr bezahlbar für die Leute. Aber es ist eine reine Symptombekämpfung. Es ändert überhaupt nichts am überteuerten Gesundheitswesen. Und noch schlimmer ist die Ecke, aus der es kommt. Ich meine, die SP hat jetzt 12 Jahre den Gesundheitsminister, der hat 12 Jahre geruht und nichts getan. Die SP ist schuld an der ungehinderten Zuwanderung, die eben auch, wenn du ein All-You-Can-Eat-Buffet hinstellst, eben sich schonungslos und schamlos daran bedienen. Und all das dient eben dazu, diese enorme Kostensteigerung zu haben. Und dann hier nicht anzupacken, sondern einfach den Leuten mehr Geld zu geben, ist nicht die Lösung. Ich sehe in der Schweiz heute schon so, dass Leute, die nicht viel verdienen, bereits einen Zustupf erhalten, zum Teil, glaube ich, vierstellig, oder ich bin da nicht so informiert, weil ich das eben nicht erhalte. Und so wird eigentlich die Kostenwahrheit verschleiert. Die Leute haben das Gefühl, ja, Krankheitskosten, Krankenkosten sind schon relativ hoch, aber so schlimm ist es auch wieder nicht. Ist das das Problem an diesem Quersubventionieren? Ja, das Verrückte ist ja eben, dass der Durchschnittsbürger, der Allgemeinversicherte, nur 38% überhaupt an seinen Schaden hinzahlt, den er an fünf Schlusszeichen verursacht. Und für diese 38%, die er nur bezahlt, bekommen über 25% noch eine Prämienverbilligung hinzu. Also man kann sich mit 38% Beteiligung an den tatsächlichen Kosten nur die Prämie nicht mehr leisten und darum kriegt über ein Viertel dann die Verbilligung. Also es ist die völlig absurde Situation, dass der Bürger es jetzt schon teuer findet, obwohl er nur quasi einen Drittel hinbezahlt. Und jetzt kommt das Absurdeste im Ganzen, dass man dann von seitens der SP und weiteren Kreise Werbung macht und sagt, ja, die Kassierin bezahlt mit den Kopfprämien gleich viel wie der Bankdirektor oder der Manager. Das stimmt einfach nicht. Ich meine, natürlich haben wir eine Kopfprämie, aber nachher, die Differenz von 38 auf 50 bezahlen in der Regel die privaten Hauptversicherten, also wir sponsern dann noch die sich leisten können, und dann die anderen 50% sind Bund, Kanton und Gemeinden, also über Steuern. Und wer bezahlt die saftigen Bundessteuern? Ja, wohl nicht die Kassierin, die läuft dort gratis weg in der Regel. Wir haben weit über 60% Gratisbürger in diesem Land betreffend der Bundessteuer. Und das sind das ungefähr 2%, die dann den ganz großen Rest tragen. Also es ist in dem Sinne sogar sehr sozial gelöst heute. Und ich glaube, die Krankenkassenprämie ist ursprünglich gar nicht gedacht gewesen, um als Mittel verwendet zu werden, um quasi soziale Ungerechtigkeiten auszugleichen. Dafür haben wir eben die Bundessteuer, dafür haben wir andere Mechanismen. Aber die linke Seite versucht halt jetzt auch hier diesen Hebel quasi so anzusetzen, dass auch das quasi eben nicht mehr einfach eine Versicherung ist, sondern quasi jene Leute mehr zahlen, die mehr haben, wobei sich das eben, ja, was den Graben eben nicht wirklich schließt. Wir sehen zwar jetzt immer mehr Leute, die kein Geld haben, aber wir sehen nicht wirklich Leute, die reicher werden, außer vielleicht die Allerreichsten. Aber jetzt habe ich mich ein bisschen verrannt, aber also ich möchte gar nicht, dass du da zu viel sagst. Ich glaube, das ist auch einleuchtend, aber
was ist denn die Lösung? Es gibt einen indirekten Gegenvorschlag, Prämienentlastungsinitiative. Das ist jetzt der indirekte Gegenvorschlag. Ist das besser? Ja gut, besser. Ich bin gegen diese Gegenvorschläge, weil ich immer das Gefühl habe, der Bürger weiß dann gar nicht, was, wenn er jetzt Nein sagt, was dann Tatsache ist. Da wird einfach mit ein bisschen weniger Geld auch versucht, die Situation zu verbessern. Oder? Also die Kantone werden dann gezwungen, mehr Gelder auszuschütten an die, die es wirklich brauchen. Und nochmal, ich will wirklich verstanden werden. Ich finde diese Prämien unhaltbar teuer. Ich finde es wirklich schlimm, wie sich da alle, aber wirklich alle an diesem Gesundheitswesen bedienen. Ich finde es ganz schlimm, dass alle Akteure immer sagen, mir nicht, die anderen auch. Oder? Also keiner ist schuld. Und noch viel schlimmer ist natürlich dann diese verdammte Lobby im Parlament selber und geschweige in den Kommissionen. Also das ist wirklich unhaltbar. Da sitzen Leute drin, vor der letzten Sitzung sogar, die über ihre eigenen Gehälter befinden als Krankenkassenbosse. Und das geht einfach nicht. Das ist wirklich ganz übel. Man hat es ganz, ganz, ganz gut gesehen, dass eben, oder dann sagen die, ja, wir müssen ja fast drin sitzen, es braucht dieses Fachwissen, da komme ich separat dazu. Aber jetzt letzte Woche, oder nein, diese Woche beim Abstimmen hat man es gut gesehen. Also der Krankenkassenverwaltungsratspräsident, der eigentlich alles daran setzen müsste, dass die Kosten tiefer werden, hat dagegen gestimmt, dass man Medikamente direkt selber importieren darf. Warum macht er das? Weil er dem Kollegen von der Pharmalobby einen Gefallen schwach ist, weil nämlich der ihm geholfen hat, dass die Krankenkassenmanagerlöhne nicht eingefroren werden. Es ist der absolute Wahnsinn. Also es ist schon derart unanständig, es ist unverschämt, wie die dort drin sitzen und sich gebärden. Ich habe bei uns appelliert, es sollte keiner mehr drin sein, der ein direktes oder indirektes Interesse hat. Bin leider nicht durchgekommen, werde aber noch einmal einen Anlauf nehmen. Man muss sehen, oder es wird ja dann oft argumentiert, zu Recht auch, dass im Parlament die Fachleute auch sitzen sollten, also Leute, die etwas von der Materie verstehen und ansonsten auch unser Milizsystem natürlich gefährdet ist, wenn wir nehmen wir ein Beispiel, eine Kollegin von mir, die hat ein eigenes Transportunternehmen, ist Nationalrätin und sitzt vielleicht in der Verkehrskommission. Das ist natürlich verständlich, das ist ja logisch und das ist auch nicht verwerflich, weil dort ist sie auf ihr eigenes Geld angewiesen bezüglich ihrer Unternehmung. Beim Krankenversicherungsfall ist es ganz anders. Da sind die Kosten von 70 auf 90 Milliarden gestiegen in wenigen Jahren mit diesen angeblichen Spezialisten, die es so dringend in dieser Kommission braucht. Und ich sage jemals, bitte schenkt uns Spengler, Elektriker, Gipser, Maurer für diese Kommission, weil die können es ganz sicher besser, weil die anderen haben ja bewiesen, dass sie es nicht können. Also es gibt ja den Begriff der Revolving Doors, dass wenn da jemand zum Beispiel aus der deutschen oder amerikanischen Politik aussteigt, nachher sofort einen Platz findet, in der Pharmaindustrie zum Beispiel. In der Schweiz muss man gar nicht pensioniert werden, man ist einfach bereits schon korrumpiert, während man Politiker ist. Kann man das so sagen? Also ganz viele Leute haben ein Interesse daran, sind Vorständen von Krankenkassen, und das ist richtig gesagt. Die Krankenkassen selber hätten vielleicht gar keine Mehrheit, aber weil sie eben alle unter einer Decke stecken, zusammen mit der Pharma, mit der Ärztevereinigung und so weiter, und sie sich gegenseitig quasi dabei helfen, kommen sie immer, wenn es darum geht, wirklich Kosten für den Bürger einzusparen, auf eine über 50%-Quote, die dagegen sind. Stimmt das so? Ja, ungefähr schon. Also man muss auch wissen, und da muss man den Linken ein Kränzchen binden, die bekämpfen diese Zustände wirklich, oder? Also die sind... Hier sind sie sauber in dem Sinne, dass sie auch sagen, hey, wir sollten da Ordnung machen mit diesen Leuten. Das Problem ist, wir hatten ja einen FDP-Mann aus, glaube ich, Luzern, der wurde in die Kommission gewählt und hat dann schon gleich die ersten 4-5 Mandate mitgebracht. Jetzt hat er es übertrieben, jetzt wollte er noch Verwaltungsratspräsident eines Luzerner Spitals werden. Jetzt haben, glaube ich, die Bürger aufgemuckt und gesagt, so geht das nicht. Eben auch hier wieder Fachwissen versus Interessensvertretung und es wird einem physisch übel in dieser Kommission, wenn man diese Leute jeweils pro domo, also für sich selbst schwatzen hört, oder? Das geht einfach nicht. Der Bundesrat ist aber ebenfalls gegen diese Prämienentlassungsinitiative und ich habe mal den Leitfaden rausgegeben, wenn du nicht weißt, was du stimmen sollst, stimme einfach das Gegenteil des Bundesrates, da kannst du selten falsch liegen, aber hier würdest du sagen, bis auf Seite des Bundesrates?
Ja, ich glaube, also wie gesagt, ich bin überzeugt, also wir können uns das gar nicht leisten. Mit noch mehr, und woher sollen diese Steuergelder kommen vom Bund? Also wir haben jetzt gerade die 13. AOH beschlossen und wissen nicht, wie wir sie finanzieren sollen. Na klar, wir könnten einfach immer die Mehrwertsteuer erhöhen, bis ja, auch die Produkte dann derart teuer werden, dass wir auch wieder keine Freude mehr dran haben als Konsumenten. Das Gute an der an der Mehrwertsteuererhöhung ist, dass es alle erwischt beim Bezahlen. Aber wir haben natürlich dann einfach auf der anderen Seite wieder hohe Kosten. Das hilft den Prämienzahlenden auch nicht mehr. Nein, man muss wirklich jetzt endlich mal an der Wurzel des Übels anpacken. Übrigens in dieser Kommission, jede Änderung, die du machen willst, jede Einsparung, und sei sie noch so klein, wird natürlich bekämpft von eben den jeweiligen Interessensvertretern. Und da musst du zwei Worte in dieser Kommission, in der ich jetzt inzwischen 4,5 Jahre Einsitz habe, du musst zwei Worte beherrschen, das ist nicht viel, das kannst du auch im Kindergarten lernen. Und dann bist du der absolute Killer jeder neuen Idee. Das eine Wort, und bitte sprich es dann so aus, wenn du jemals in die Kommission kommen solltest, das heißt Patientensicherheit. Du musst es mit einem gewissen Timbre und einer gewissen Sorge aussprechen. Und das zweite heißt Versorgungssicherheit. Und mit diesen zwei Worten kannst du alles, aber wirklich alles, jede Innovation, jede Änderung, jede Einsparungsmaßnahme, alles killen. Und jetzt nehme ich ein konkretes Beispiel. Du sagst, wir könnten doch die Generikas direkt importieren. Muss ja möglich Ja, sein. Die Patienten werden. Versorgungssicherheit, Patientensicherheit. Ja, die Patienten gehen ins Ausland, sehen, dass das Zeug ein Drittel oder noch weniger kostet, nerven sich, sagen, hey, ja, dann nehme ich gerade direkt die Kurpackung mit nach Hause und hier weigert sich dann die Kasse, das zu bezahlen. Das ist einfach absurd. Und wenn man dann sagt, Kollegen, das geben wir jetzt aber frei, dann sagen die, nein, 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 da ist ja vielleicht was ganz anderes in der Schachtel. Also die Patientensicherheit könnte gefährdet sein. Oder die ein bisschen ehrlicher sind, sagen, ja, sollen wir dann also offiziell zulassen, dass man an den inoffiziellen Vertriebskanälen unserer lieben Pharmafreunde vorbei importieren kann? Dann weigern sich die vielleicht plötzlich, uns das Medikament hier zur Verfügung zu stellen. Und was machen wir dann? Dann ist die Versorgungssicherheit gefährdet. Also das Irre an dieser Initiative ist, hat einen schönen Titel, Prämienentlastungsinitiative. Wir alle, du insbesondere, möchtest ja eine Prämienentlastung haben. Ähnlich sieht es aus mit der Kostenbremse-Initiative. Ich bin überzeugt, du und ich, wir sind uns alle einig, wir wollen die Kosten dämpfen. Aber diese beiden Initiativen, sie halten nicht, was sie versprechen, sondern sie verdecken einfach die Ursache des Problems und eben die Kostenwahrheit wird noch geringer und dadurch werden die Leute noch mehr im Dunkeln gehalten, wie viel das sie eigentlich zahlen. Ist das der Hauptvorwurf an die Prämienentlastungsinitiative und an die Kostenbremseninitiative von deiner Seite her? Genau, also ich meine, die zweite Initiative der Mitte, wie sie sich neuerdings nennt, die ist ja noch fast ein bisschen absurd, weil sie einfach sagt, man müsse dann das an die Lohnentwicklung koppeln. Also sprich, wenn die Löhne plötzlich sinken würden, würden wir noch weniger für das Gesundheitswesen ausgeben dürfen. In der Praxis werden die Kosten dann trotzdem davon laufen. Das würde dann tatsächlich zur absurden Situation führen, dass man eine Rationierung des Gesundheitswesens machen müsste. Vielleicht sogar im November sagen, ja, jetzt sind die Herz-Kasper-Operationen leider schon aufgebraucht. Kommt im Januar wieder, sofern ihr dann noch hier seid. Das sind wirklich absurde Situationen. Genau von den Leuten eben auch, das kann ich jetzt in aller Offenheit und unter Verletzung des Kommissionsgeheimnisses sagen, von den Leuten, die nun wirklich sich schonungslos, schamlos bedienen in dieser Kommission und jede neue Sitzung mit ganz, ganz interessanten Ideen kommen, wie man noch mehr Geld ausgeben kann. Also das ist wirklich absurd. Und meine, ich habe es vorhin mit dem All-You-Can-Eat-Buffet angetönt. Ich meine, seit 1995, als uns eine sozialistische Ministerin, die gute Frau Dreyfus, der man übrigens die Rente wegnehmen müsste wegen dieser Fehlprognose, ich werde einen Vorstoß machen übrigens, dass man Ministern, die das Volk derart in die Irre führen, die Rente wegnehmen muss. Da wäre dann auch die Frau Leuthard dringend gefährdet mit ihrer Stromprognose und der Herr Berse mit seinen unmöglichen Aussagen bezüglich der Wirksamkeit dieser Soße, genannt Spritze, hinsichtlich der Übertragbarkeit. Aber kommen wir zurück zum Thema. Ich meine, man hat versprochen, es wird alles billiger, wenn wir diese KVG-Reform annehmen. Wir haben damals gewarnt, gesagt, hey, das kann ja nicht billiger werden, wenn ihr plötzlich den Katalog derart öffnet. Und heute haben wir wirklich ein Riesenangebot, das wird auch genutzt. Und
Wir sind der Meinung, man müsste, sind aber diese Woche schon wieder unterlegen, man müsste für Neuzuzüger jeglicher Couleur, also das spielt dann keine Rolle, ob als Asylant oder als Facharbeiter, müsste man diese Nutzung einschränken, weil die haben noch keinen Franken einbezahlt, wir bezahlen seit Geburt ein und die kommen hierher, keinen Franken einbezahlt und lassen schon mal die große Revision machen. Also das geht einfach nicht, das muss beschränkt werden bezüglich des Angebotes und auch der Nutzung, die hier möglich ist. Also das würde schon enorm Kosten sparen. Das alleine würde aber noch nicht reichen, nehme ich mal an. Was gäbe es denn für weitere notwendigen Maßnahmen, die einfach umzusetzen wären, wenn die Lobby nicht pauschal sich gegenseitig dagegen wehren würde? Was würde den Patienten eine ähnliche Versorgungssicherheit geben, Patientensicherheit geben und gleichzeitig eben viel weniger kosten? Also wir haben das mit dem Parallelimportieren der Medikamente, das leuchtet ein. Ja. Gibt es auf Spitalseite oder so oder auf Ärzteseite? Also zunächst mal natürlich, also Parallelimport, das ist wirklich sehr nützlich, ist nicht, auch nicht der absolut große Kostenfaktor, aber hilft einfach. Nein, was natürlich absolut helfen würde, ist die Aufhebung des Vertragszwangs. Also heute muss jede Kasse mit jedem Therapeuten, jedem Arzt, jedem Spital, jedem Radiologen, all diesen Leistungserbringern, müssen sie einen Vertrag machen. Oder? Und da hast du schwarze Schafe darunter, du hast Leute darunter, die überhaupt kein Interesse haben, Geld zu sparen. Und wenn du mit jedem Spital einen Vertrag machen musst, dann wird auch jeder Kanton seine Spitäler erhalten, weil er weiß, er kriegt sowieso einen Vertrag, egal wie seine Leistung ist. Und das sind dann diese Beispiele wie im Kanton Aargau, wo wir jetzt gerade für 1 Milliarde zwei neue Spitäler bauen im Abstand von 23 Kilometern. Das ist einfach völlig absurd. Und solche Dinge würden natürlich sofort unterbunden, wenn kein Vertragszwang wäre. Das heißt, wenn die Kassen sagen könnten, okay, mit Baden, das sieht gut aus, das gefällt uns, da machen wir einen Vertrag. Und mit Aarau vielleicht nur noch für Notfall, aber nicht mehr für weiteres oder gar keinen Vertrag. Dann würde natürlich der Kanton nicht auf die Idee kommen, zwei Spitäler im Abstand von 23 Kilometern zu bauen, sondern würde vielleicht ein richtiges hinstellen. Mhm. Wäre das dann nicht die Folge, wenn Sie gar keinen Vertrag machen, dass dann jemand, der in einem Autounfall steckt, ich rede hier von der Patientensicherheit, dass wenn dieser dann nicht in den nächsten Spital gebracht wird, wo sofort Hilfe da wäre, man müsste ihn dann quasi 50 Kilometer weiter transportieren. Mhm. Vorher müsste man noch abklären, wie er versichert ist und so. Das klingt schon auch ein bisschen kompliziert, oder nicht? Nein, überhaupt nicht. Nein, das kann man lösen. Sieh mal im Kanton Bern, ich habe dem Gesundheitsdirektor dort gesagt, und der ist übrigens sehr sparbewusst, dass man mit diesen vielen Regionalspitälchen, also nach dem Motto, jedem Täli sein Spitäli, eben aufräumen müsste und man könnte bei jedem Spital, das Gebäude könnte man anders nutzen und einen Helikopter mit laufendem Motor hinstellen. Es wäre günstiger, als diese Spitäler am Leben zu erhalten und es wäre schneller. Im Übrigen, schau mal, wenn es klopft, wenn es einen Unfall gibt. Man muss ja schon schauen, dass die Helikopter sich in der Luft nicht in die Nähe kommen. So viele Helikopter haben wir zur Verfügung, wenn es knallt. Also hört auf zu sagen. Und wenn halt dann jemand stirbt, Entschuldigung, das Leben ist endlich. Also irgendwann kann es passieren. Es kann auch das Spitalauto verunfallen. Es kann immer irgendetwas passieren. Aber diese Milliardenkosten aufrechtzuerhalten, für das vielleicht mal jemand, das könnte auch mich erwischen, zu spät in ein Spital kommt. Sorry, das geht einfach nicht. Und wenn das gewünscht ist, dann soll bitte diese Person sich entsprechend versichern, Heli-Abo Plus oder so. Aber der normale Patient muss eine normale Versorgung haben. Und diese Vollkasko-Mentalität, mit der müssen wir auch aufhören. Aber genau in den Kommissionen, im Parlament und so, da helfen sich die Pharma, die Ärzte und die Spitäler gegenseitig aus. Aber du denkst, wenn man freie Spitalwahl machen würde, dann würde es automatisch diesen marktwirtschaftlichen Effekt geben, dass die Krankenkassen selektiv Verträge abschließen oder abschließen müssen. Ja, natürlich. Und stell dir mal vor, jetzt würde ein Arzt, das könnte mein Arzt sein, der sich ungerecht behandelt fühlt und sagt, diese Scheißkasse da, die hat mich da geklemmt, die empfiehlt mich nicht mehr, macht keinen Vertrag mit mir. Ja, du kannst ja aufschreiben, was dann passiert. Dann hat er an seinem Empfang in seiner Praxis Antragsbögen für eine andere Kasse. Die Kasse, die mit ihm einen Vertrag macht und die ihm sympathisch ist und seine Rechnungen bezahlt. Also
Das ist dann die freie Marktwirtschaft. Das würde dann eben zu ganz neuen Effekten führen, die gänzlich unbekannt sind im Gesundheitswesen. Ich sage dir ein Beispiel. Ich habe eine Firma gegründet 2011. Ich war der einzige, also erste und bislang einzige Preisbrecher im Gesundheitswesen der Schweiz. Und zwar haben wir die Bereiche Rollstuhl, Rollatoren, Inkontinenz und Hilfsmittel angegriffen. Bei uns kostete der günstigste Rollator einen Drittel des Originalpreises, der in der Schweiz verlangt wurde. Und es war dasselbe Modell aus derselben Fabrik, nicht etwa irgendwo eine Kopie. Beim Rollstuhl war es auch ein Drittel. Ich nenne die Zahl, statt 2000 Franken 650 Franken für den genau gleichen Rollstuhl. Und so ging es quer durch Beet. Dann fiel mir auf diese sogenannte Miguel-Liste, die Mittel- und Gegenstände-Liste des Bundes. Hier übrigens ein Vorstoß, der nächstes Jahr das 20-jährige Jubiläum feiert. 20 Jahre vom BAG liegen gelassen, nichts ernsthaft unternommen. Da gibt es Preisbeispiele, da kostet ein paar G-Stöcke 81 Schweizer Franken. 81. Und mein Preis war 16 für dasselbe Produkt. Und jetzt, wie kommt das zustande? Der Bund hat wirklich, also man glaubt es fast nicht, der Bund hat eine Verordnung erlassen, dass er die Lieferanten bitten kann, sich zusammenzusetzen und gemeinsam die Preise festzulegen und dann dem Bund diese Preise zu melden. Die Lieferanten, und diese Preise, die Käufer, die Lieferanten. Nein, die Lieferanten. Und muss man vorstellen, also jetzt kommen diese Lieferanten, machen eine nette Sitzung zusammen und sagen, Kollegen, was hauen wir dieses Mal wieder drauf? Der Bund ist ja doof genug, uns zu fragen, was wir dafür verlangen wollen. Ist kein Witz. Und dann kommen die zum Bund, ist kein Witz, zum BAG, und sagt der BAG, was kosten diese G-Stöcke? Maximal, wir müssen ein HVB haben, einen Höchstvergütungsbetrag, und darüber dürft ihr niemals gehen, ihr dürft nie mehr verlangen, als in diesem HVB festgelegt ist, und sagen die drei Finger hoch, machen wir nie, wir machen 81 Franken, keiner geht je darüber. Weil sie quasi 800% Marge drauf haben oder so. Genau, dann verrechnest du 78 und bist der Held. Und die Kasse sagt, danke, dass sie nicht die 81 chargen. Sie sind ja ein ganz guter und schon fast ein bisschen ein Preisbrecher. Dabei ist das Teil 16 Franken wert. Ich habe es für 10 eingekauft und habe noch 60% Marge gehabt. So ist die Realität. Und so geht es querbeet. Es gibt Produkte, die zum Beispiel in der Humanmedizin und in der Tiermedizin eingesetzt werden. Genau das gleiche Produkt, andere Schachtel, kostet dreimal mehr. Also es ist so absurd, oder? Und wenn du nachher noch, also wir könnten jetzt 2 Stunden darüber reden, über die Effizienz der Spitäler, wir könnten darüber sprechen, warum bei ambulant und stationär ist es so, wenn du einen Leistenbruch einseitig hast, ist der ambulant. Da haben die Spitäler nicht so Freude, wenn du schon am Abend wieder nach Hause gehst. Also machen wir plötzlich nur noch zweiseitige Leistenbrüche. Alle Menschen haben plötzlich zweiseitige Leistenbrüche, ganz spannend. Und dann gibt es stationär, da wird mindestens ein Tag übernachtet und da wird das natürlich sehr viel teurer. Also die Spitäler, oder die wichtigsten Leute der Spitäler sind übrigens die Codierer. Die Codierer, die hocken in einem wunderschönen Büro mit hellem Licht und versuchen aus jedem Patienten das rauszuholen, was nur irgendwo möglich ist. Also wenn man noch einen Tupfer. Entschuldigung, willst du sagen, dass Leute beide Leisten operiert bekommen oder dass einfach falsch abgerechnet wird? Oh nein, die Mehrheit wird schon beides vorsorglich schon mal gemacht. Ist einfach spannend. Seit man einseitige Leistenbrüche nur noch ambulant machen darf, gibt es einfach viel mehr zweiseitige Leistenbrüche. Und so ist es einfach das System. Also ich habe selber ein Erlebnis gehabt, ich darf das hier erzählen, mit einem Nierenstein, der sich da plötzlich gebildet und bewegt hat. Und ich mache jetzt die Long Story Short. Der Arzt hat mir nach eingehender Untersuchung, nach Prüfung aller Befunde gesagt, wenn du jetzt kein Freund wärst, würde ich dich operieren. Mir blieb der Atem weg. Ich sagte, Moment, du, wieso willst du? Oder dann sagte, weißt du, du bist Privatpatient, das gäbe so richtig schön Kohle. Aber die anderen Steine sitzen fest, die werden sich kaum je bewegen. Wenn doch, hast du meine Mobilnummer und hier noch eine Schachtel Buscopan gegen die Krämpfe, wenn es losgeht. So. Das war 2016, also wir haben schon die letzten 8 Jahre viel Geld gespart. Es ging nämlich nicht mehr los. Oder? Und das ist der Wahnsinn. Also man kann auch nachweisen, dass privat versicherte Patienten mehr operiert werden als andere. Warum? Weil es so richtig schön Kohle gibt. Es gibt auch die Statistik, dass niemand mehr operiert wird als Familienangehörige von Chirurgen.
Das habe ich mal gelesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es deckt sich mit dem, was du jetzt gerade sagst. Also, und du sagst, auf der linken Seite findet man da eher noch Leute, die du bist nicht jemand, der die Linke ausgiebig lobt, aber du hast vorhin etwas anklingen lassen, dass man eher noch auf der linken Seite die Leute findet, die hier wirklich was dagegen unternehmen wollen. Ja, aufpassen. Also auf der linken Seite gibt es viele oder einige, die helfen würden, diesen Lobbyismus zu bekämpfen. Wenn es hingegen darum geht, auch nur 50 Franken Notfallgebühr einzuführen, damit da diese Kopftuchkolonnen vor den Notfallaufnahmen aufhören, dann hingegen sind die Linken wieder völlig dagegen. Übrigens ein schönes Beispiel. Also man hat die Idee gehabt, wie könnte man das eindämmen, dass da vor allem an Wochenenden sich da ganze Sippschaften vor diesen Spitälern der Notaufnahmen treffen und alles belegen wegen Bobos, der kleinen Aisha oder des Paschas. Also hat man gesagt, man macht eine 50 Franken Notfalleintrittsgebühr. Und was so leicht und locker tönt, oder? Das kam nicht durch, oder? Jetzt sehen wir im Kommissionsstand ist so, dass man das nicht vor Ort erheben sollte. Das könnte Probleme geben. Offiziell hat sogar also die Notfallabteilungen haben gesagt, oder die Spitäler, nein, das wollen wir nicht, obwohl sie den Zustand beklagen. Warum wollen sie das nicht? Weil sie genau wissen, hey, wenn dann da der Vater des kleinen Paschas oder der Aisha kommt, dann geht dann die Post ab, oder? Die haben Angst. Also die Notfallabteilung heute schon, kannst du bei jedem Spital schauen, haben bereits Wachmannschaften engagiert, um das Schlimmste zu verhindern, was sich da abspielt, wenn gewisse Volksgruppen mit einem eingeklemmten Daumen nicht sofort behandelt werden, oder? Also, und jetzt hat man gesagt, okay, wir machen diese Gebühr, aber wir verlangen sie nicht gleich beim Eingang, sonst könnte es Ärger geben. Wir knallen sie einfach auf die Franchise drauf. Also die Wirkung wird dann null sein, Administrationskosten extrem. Wieder ein schönes Beispiel, wie man da etwas kaputt machen kann, das so einfach und gut zu lösen wäre. Denkst du, das Problem, wäre es möglich, die obligatorische Krankenkasse beizubehalten und trotzdem vernünftige Preise zu haben? Weil es ein bisschen, das heißt immer, dass wenn man keine obligatorische Krankenkassen hätte, dann würden Leute einsam an Krebs unter Brücken sterben, weil sie sich nicht versichert haben oder nicht konnten oder dumm genug waren, es nicht zu tun, wie auch immer. Aber das heißt also, die obligatorische Krankenkasse ist durchaus etwas, was ich denke, dass eine große Mehrheit der Schweizer eigentlich will. Aber wäre es denn möglich, mit dieser Einschränkung des Obligatoriums trotzdem vernünftige Preise zu haben? Ja, natürlich, man hatte mit der Einführung des KVG, des Krankenversicherungsgesetzes, eben dieses All-You-Can-Eat-Buffet eröffnet. Und das war genau der Grundfehler. Früher hatten wir zwar kein Obligatorium, aber dafür einen vernünftigen Grundversicherungskatalog. Wir müssen den wieder einschränken. Eben gerade für Leute, die das einfach... Ich meine, du kannst auch nicht zum Autohändler und einen Rolls-Royce bestellen mit dem Budget eines Fahrrades. Also ich meine, wer sich das nicht leisten kann, der soll grundversichert sein und vernünftig versichert sein, selbstverständlich. Es darf nicht passieren, dass bei uns irgendwelche Leute nicht behandelt werden, Gottes Willen, aber nicht das All-You-Can-Eat-Buffet, alles zur Verfügung und noch keinen Franken einbezahlt. Also da ist das Einsparpotenzial natürlich schon mal riesig. Und dann, sind wir ehrlich, geht es natürlich auch um Prävention. Also man könnte an den Schulen aber dann nicht vegan und der Scheiß, der jetzt unterrichtet wird, sondern einfach eine vernünftige Lebensweise vielleicht ein bisschen unterrichten. Und dann kann man nicht dem Bauernbub sagen, er soll keine Würstli mehr essen, wenn er am Nachmittag noch ein Schwingfest bestreitet, oder? Aber vielleicht dem Nerd, der da zu Hause am Computer nur gamet, oder? Dass man dem beibringt, dass Coca-Cola oder weitere Süßgetränke vielleicht nicht jeden Tag in Unmengen konsumiert werden sollten. Also da... Ich bin selber übergewichtig, ich weiß, was ich falsch mache. Also ich meine, wir müssten vielleicht sogar überlegen, ob wir eben ein schlechtes Verhalten auch entsprechend einpreisen. Oder? Aber das ist dann sehr, sehr unbeliebt. Aber du sagst, die Grundversorgung, die obligatorisch ist, die sollte quasi nicht vielleicht auf ein Minimum oder zumindest massiv beschränkt werden. Welche Leistungen wären das denn konkret? Also wären das zum Beispiel bei Rückenschmerzen Massagen oder so, oder? Gut, Schmerzen sind zu beseitigen, aber man kann natürlich gewisse Lifestyle-Medikamente, wie jetzt die neue Fettspritze und Ähnliches, das darf einfach nicht von der Grundversicherung bezahlt werden. Aber das wird es im Moment auch nicht, oder? Doch, also meines Wissens schon. Wenn der Arzt sagt, du bist übergewichtig, dann kriegst du das Teil, oder? Aber auch weitere Dinge, ich meine, wir haben extrem...
Wir haben extrem viele Leistungen, auch psychologische, psychiatrische Leistungen, alles ist drin. Jetzt kommt jeder nach Covid und macht ein bisschen auf ja, psychische Störungen. Ja, nein, Long-Covid, ja, kann ja sein, aber auch dort müssen wir aufpassen, dass wir nicht in einen Missbrauch reinlaufen, oder? Ja, Aber so. verstehst du, wenn du etwas nicht mehr bezahlen kannst, dann musst du irgendwie schauen, wie du es wieder auf die Reihe kriegst, oder? Und Und stell dir mal vor, der Vertrag, die Vertragsfreiheit würde gewährleistet. Stell dir mal vor, es könnte doch sein, dass dann eine ausländische Spitalgruppe vielleicht in die Schweiz käme und sagt, hey, wir machen die fünf beliebtesten Operationen, die da wären, Hüft, Geburt, was kann, Magen-Darm und noch Leistenbruch, glaube ich, irgend so in der Währung. Also die würden dann die fünf beliebtesten rauspicken, die würden sagen, hey, wir können leider nichts anderes, also Herz interessiert uns nicht, Lunge auch nicht, Gehirnchirurgie auch nicht, all das Zeug, aber diese fünf, oder die können wir so gut, dass wir A, den Kassen einen super Preis anbieten können, und B, dem Patienten höchste Sicherheit, weil er genau weiß, hey, die machen das jeden Tag mit einer so unglaublichen Routine, dass sie eben wirklich top, top, top sind, oder? Da würde plötzlich der Markt spielen und das hintertupfige Regionalspital im Tal müsste vielleicht überlegen, ob es irgendetwas anderes anbieten möchte, vielleicht noch Therapien oder irgend sonst was oder vielleicht auch schließen, auch nicht so tragisch. Also wenn der Wettbewerb reinkommt, dann gehen auch die Preise runter wie Schnee an der Sonne. Sehr gut. Dann haben wir noch eine letzte Initiative, die ansteht. Dies ist eine Initiative, die von Richard Koller, glaube ich, initiiert wurde. Es ist die Initiative für Freiheit und körperliche Unversehrtheit. Und da ist der Bundesrat ein bisschen besonders verlogen gewesen. Ich glaube, es war Gassis, der vor die Leute getreten ist, in einem 2-3-Minuten-Video und gesagt hat, ach, also Impfzwang, das gibt es jetzt schon nicht und so weiter. Und er tut so, als hätte die ganze Schweiz Amnesie gehabt, was in den letzten Jahren passiert ist, wo man Leute de facto zu Hause eingesperrt hat, 5 Monate lang. Am Anfang Open-End, man wusste nicht, wann es endet, weil die Leute, die sich nicht geimpft hätten, ja angeblich dieses Virus schneller weiterverbreiten und so weiter, was sich im Nachhinein als falsch erwiesen hat, was sogar Jenny Small, diese Pfizer-Lobbyistin, vor einem EU-Ausschuss zugegeben hat. Also es war ein Riesenunrecht, was passiert ist. Und Richard Koller hat in weiser Voraussicht schon vor Jahren diese Initiative gestartet und sie kommt jetzt, also vor die Abstimmung. Und der Bundesrat sagt eigentlich, man müsse sie ablehnen, weil sie sei gar nicht nötig. Aber wenn sie gar nicht nötig ist, kann es auch nicht so schlimm sein, wenn man sie annehmen würde, oder? Wenn es ja schon jetzt der Fall sei, dass man nicht diskriminiert wird, weil man sich eine gewisse Gülle nicht in den Körper hineindrücken lassen will. Ja gut, du hast es ja selbst erlebt, wir haben es alle erlebt. Wir hatten den faktischen Impfzwang. Warum? Weil gewisse Berufsgruppen gezwungen wurden oder sogar dann entlassen wurden, wenn sie sich weigerten, sich diese Soße reinzujagen. Also sprich Spitalpersonal, Swiss-Angestellte Schweizer und dann Militär, natürlich auch ja. genau Militär und Altersheime. Und dann faktisch hatten wir den Impfzwang auch ganz elegant eingeführt, indem wir einfach Leuten zwar erlaubten, im völlig überfüllten Tram in den Zoo zu fahren, draußen aber zum Rumspazieren dann doch ein Zertifikat brauchte. Man wurde vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen, oder? Man hat dann sogar der unvergessen, der Präsident der GLP, der dann öffentlich sagte, man müsse die nicht Geimpften kennzeichnen. Stell dir mal vor, das erinnert an ganz dunkle Zeiten. Das hat er gefordert, da Was? kommt er nicht mehr raus. Und ich sage dir, ich werde nicht locker lassen. Diese Leute gehören zur Verantwortung gezogen. Wir müssen das jetzt aufarbeiten, oder? Und dazu gehört auch diese Initiative, dass man eben sagt, man kann das künftig nicht mehr machen. Es ist ausgeschlossen. Weil wenn das noch ein bisschen weitergegangen wäre, sieh mal, was in Deutschland abging. Man wollte den Nicht-Geimpften den Weg zur Arbeit verweigern. Man überlegte, ob man ihnen die Rente auszahlen sollte, den Nicht-Geimpften Senioren. Also man Der ging Kanton, unglaublich weit. im Kanton Graubünden hat sich überlegt, die öffentlichen Verkehrsmittel für Ungeimpfte nicht mehr zu öffnen, was bedeutet hätte, dass Leute ohne Autos nicht einmal mehr hätten einkaufen können und sich Lebensmittel beschaffen können. Es wurde dann Ja, nicht und jetzt musst du mal ein aufgegriffen, bisschen weil es kommen weiterdenken, oder? Autos. Entschuldigung? Muss man ein bisschen weiterdenken, was dann mit diesen Systemen wie jetzt diese Asylkarte, die ich übrigens sehr begrüße, ich mache jetzt einen Sprung, möglich wäre,
Oder du kannst dort ja die Ausgabemöglichkeit beschränken auf Kanton, auf Bezirk, auf welche Firma, welcher Laden. Jetzt stell dir mal vor, wenn dann unsere Kreditkarten so eingeschränkt würden, also wenn man dann plötzlich sagt, wer nicht geimpft ist, kann noch im Umkreis von 10 Kilometern tanken, mehr leider nicht, bitte nicht mehr als 15 Liter und so weiter. Also man kommt da auf ganz seltsame Ideen, die nicht so seltsam sind, wenn man bedenkt, was man uns alles angetan hat in dieser Zeit. Das ist das Tückische mit der Asylkarte, meinst du, dass man den Asylanten nicht mehr Bargeld gibt, sondern eben nur noch quasi eine Kreditkarte, mit der sie ganz bestimmte Dinge sich beschaffen dürfen und andere eben nicht. Klingt gut, aber es ist vielleicht auch so etwas wie eine slippery slope, also dass man quasi das mal an den Asylanten austestet und nachher dann eben in einem Notfall, wie bei der nächsten Schnupfenepidemie, dass man es eben dann auch auf die normale oder gewöhnliche Bevölkerung dann quasi loslässt. Ist das nicht das Problem? Genau, also stell mich bitte richtig, ich möchte das richtig verstanden werden, ich bin für diese Asylkarte. Ich sage nur, während den Anfängen, wenn dann das auf andere Bereiche ausgedehnt würde. Aber ist nicht das schon der Anfang, dass man es mal an einer... Ja, natürlich, aber wir müssen uns ja irgendwie auch wehren. Weißt du, wir haben Länder, die haben 25 Milliarden Privatüberweisungen. 25 Milliarden. Also, und das sind gerade die Hitliste-Länder. Eritrea übrigens macht nicht einmal mehr Angaben. Man weiß aber, dass es über 10% des Bruttoinlandproduktes ist, dass diese Brüder und Schwestern dort unten überwiesen bekommen aus dem Ausland. Und das kann nicht sein. Das müssen wir einschränken. Ich mache nur den Gedankensprung. Und gerade um eben einen solchen Missbrauch dieser guten Asylkarte zu verhindern, muss auch dieser Impfzwang jetzt eindeutig verboten werden. Was ist deine Prognose für die Initiativen? Werden alle drei abgelehnt? Weil in der Schweiz haben es Initiativen, wenn sie nicht von der SVP lanciert werden, extrem schwer, oder? Ja gut, also die 13. Java war nicht von uns und kam durch. Also gut, die mit der Impfding, die wird jämmerlich abschiffen, weil einfach niemand sich einsetzt außer der SVP. Und auch wir führen ja keine Kampagne. Die wurde auch meines Erachtens wirklich schlecht gemacht. Wird auch jetzt schlecht geredet, aber man sieht ja keine Kampagne dafür. Das ist sehr, sehr schade. Das Geld wahrscheinlich fehlt, ist oder? Da bei der Bewegung fehlt das Geld mittlerweile. Wahrscheinlich wäre das wieder wollte ich gerade sagen, dass ich werden es wieder die 38% sein, die schon ungefähr bei den drei Covid-Abstimmungen damals dafür waren. Wenn es hochkommt, ich denke, es wird noch tiefer ausfallen. Dann die SP-Initiative, die hat gewisse Chancen. Die Zustimmung ist allerdings jetzt massiv gesunken. Und die von der Mitte, die wird zur Lachnummer, das wirst du sehen. Also die Präventationsinitiative hätte am ehesten noch eine Chance. Als Laie sieht man, kann man einen Unterschied zwischen den Initiativen, Prämienentlastungsinitiative, Kostenbremsinitiative. Am Ende spielt es bei beiden nicht so eine Rolle, außer dass es die Kostenwahrheit weiter verschleiert und noch ein bisschen mehr umverteilt, was ja da im Krankheitswesen selber eigentlich gar nichts, oder? Im Gegenteil, es wird den Zustand zementieren und ich sage jeweils, du darfst nicht den Graben zuschütten, bevor du die Wasserleitung repariert hast. Oder? Was wir jetzt machen ist, wir sehen, da unten rinnt eine Leitung, da machen wir mal alles zu und kehren wieder neu, aber unten rinnt es weiter und irgendwann haben wir den Scheiß wieder an der Oberfläche. Oder? Und das ist beim Gesundheitswesen jetzt wirklich so, wir müssen aufhören mit diesen Symptombekämpfungen, wir müssen jetzt wirklich an der Wurzel packen. Und eben, ich möchte richtig verstanden werden, also die SP hilft bei keiner Sparmaßnahme natürlich, sie hilft einzig dabei, dass wir diese Lobbyisten rausschmeißen, ist ja auch schon schön. Ich würde eher sagen, man darf den Grab nicht zuschütten, bis der Sarg von Alain Berset versenkt worden ist, aber der ist jetzt pensioniert. Lassen wir ihn in Frieden ruhen. Auf jeden Fall. Wir haben es fast geschafft, ich hatte versprochen, 30 bis 45 Minuten, wir sind bei Minute 39. Hast du noch etwas hinzuzufügen, das ich vergessen habe zu fragen und vielleicht für die Allgemeinheit noch wichtig wäre? Nein, aber es ist schön, dass wir überhaupt in diesem Land abstimmen können. Wir können in einem Jahr mehr abstimmen und wählen als manche Erdenbürger in ihrem ganzen Leben. Dem müssen wir Sorge tragen. Wir müssen die Abstimmungskämpfe fair ausfighten miteinander. Und wenn es halt dann falsch gekommen ist, sind wir gute Demokraten, akzeptieren das. Und kämpfen selbstverständlich für unsere Anliegen weiter. In dem Sinne bin ich dankbar, dass ich in der Schweiz geboren bin und hier leben darf. Das ist ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort, aber ich möchte gerne noch eine Klammer aufmachen. In der Bewegung
gibt es recht große Kreise, die diese Mensch-Person-Sache vertreten, die quasi sagen, das Wählen, das bringt sowieso nichts, der Staat ist eine Firma und so weiter. Und da gehen uns eigentlich Stimmen verloren. Es ist es auch so, dass man eigentlich, auch wenn man in der Minderheit ist, immer wieder versuchen muss, über die Rechtsstaatlichkeit und über das demokratische Prinzip daran zu gehen. Oder hast du auch ein gewisses Verständnis für die Leute, die sagen, es bringt ja eh alles nichts, am Schluss wirkt sowieso alles wie verraten und verkauft. Nein, aber diesen Exkurs mache ich noch gerne. Wenn wir irgendwo einen Missbrauch sehen oder vermuten, dann gilt es einfach, diesen aufzudecken und hartnäckig dran zu bleiben. Ich erinnere mich bestens an eine liebe Kollegin aus dem Kanton St. Gallen, genau, die hat mir vor vielen Jahren gesagt, du pass auf, bei der UNO, da braucht sich was zusammen, da kommt ein Migrationspakt, der soll dann erlauben, dass die Leute quer durch Afrika auf sicheren Pfaden und bestens alimentiert in die Schweiz kommen dürfen. Ich habe gesagt, meine Liebe, ich darf den Namen sagen, meine liebe Carmen, du fantasierst. Und wenige Zeit später war es Realität. Ist jetzt noch nicht umgesetzt worden. Dasselbe beim WHO-Pandemiepakt. Da hat man auch gedacht, nein, das kann ja nicht sein, also dass dieser durchgeknallte Direktor da irgendwo eine Pandemie von sich aus ausrufen kann und dann noch die Medien dazu verpflichten kann, nicht darüber zu berichten, wenn es negative Reaktionen gäbe und so weiter. Wir stehen genau davor. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig. Also der Bürger muss aufmerksam bleiben. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in die Aluhut-Geschichte reinlaufen. Also war bei der Pandemie auch so. Es hat wirklich Spinner gegeben, echte Spinner. Aber siehe mal an, wie viele haben Recht bekommen, die eben gesagt haben, passt auf, das ist diese Pandemie, das läuft aus dem Ruder, diese Soße sollten wir uns nicht reinjagen, hilft sicher nicht gegen all das, was versprochen wurde. Und siehe da, sie bekamen Recht, oder? Und diese Aufarbeitung muss jetzt noch kommen. Ich selber habe es als Politiker vor genau einem Jahr erlebt, wenn du den Gender-Tag in Stäfa aufdeckst, öffentlich machst, was die für ein übles Spiel vorhaben, mit dem Transgender-Logo in der Einladung, dann wirst du derart fertig gemacht von den Medien. Blick hat 10 Artikel über mich gebracht, ohne mit mir zu sprechen. Die NZZ hat dem Gemeindepräsidenten eine ganze Seite gewidmet, der Club einen ganzen Abend, aber immer ohne Glarner, den Aufdecker. Du wirst dann stigmatisiert, du wirst ausgegrenzt, du kriegst keinen Sitz mehr im Sonntag, geschweige in der Arena. Du wirst einfach versucht, politisch tot zu machen. Und jetzt kommt das Schlimme daran, das stört mich gar nicht, aber meine Freunde, meine parlamentarischen Kollegen sehen, Scheiße, wenn du etwas aufdeckst, dann wirst du kaputt gemacht. Also sagen wir lieber nichts mehr, halten uns in der Deckung, schauen ein bisschen, ob sich jemand vorwagt, dann können wir immer noch kommen, aber wir machen sicher nichts, weil sonst bist du weg, wirst nie mehr Bundesrat, nie mehr Ständerat, nie mehr Regierungsrat, vielleicht sogar nicht einmal mehr wiedergewählt, weil dich die Medien so fertig machen. Da lohnt es sich zu kämpfen und nicht locker zu lassen. Da kämpft man aber ein Stück weit gegen die menschliche Natur, weil ich habe gemerkt, Emil hatte recht, oder? Also nein, ich will es weiter betieren. Die menschlichsten Menschen, die es gibt, das sind die Politiker. Und das gilt auch für die Journalisten ein Stück weit. Die machen einfach, was ihnen selber nützt. Und das ist wahrscheinlich ist sehr, sehr tragisch, dass so viele Leute lieber die Schweiz ein Stück weit, sage ich mal, verraten, als dass oder ihre eigenen Prinzipien verraten, als dass sie irgendwie ihre Karriere gefährden wollen. Und das mit den Medien. Aber du hast es auch viel schöner. Du hast es viel schöner als Politiker, wenn du mit dem Mainstream gehst, ja. Und wenn du dich da gefällig verhaltest und nicht irgendwelche Dinge aufzeigst, die nicht schön sind, dann hast du es wirklich sehr, sehr viel schöner. Du wirst auch für interessante Ämter angefragt. Ja, das ist schon sehr verlockend. Ich mache das nicht, ich habe keine Wahlkampfspenden entgegengenommen, ich bin in keinem Mandat tätig, das mir irgendwo nicht mit einer von meinen Firmen zusammenhängt. Und da geht es dir halt schon viel besser, aber du bist dann nicht mehr vorgesehen für die schönen Aufgaben des Lebens. Genau, also du bist ein Faszinosum in der Schweiz, weil du wirklich sehr unabhängig politisierst, aber du zahlst wahrscheinlich auch einen Preis, ein bisschen wie Pirmin Schwander, oder? Ihr seid beide, also ich kenne Pirmin Schwander kenne ich nicht persönlich, außer mal ganz kurz mit ihm geredet zu haben. Aber ich denke, wenn man so seine Prinzipien hat, dann wird man daneben halt dann nicht in die wichtigen Ausschüsse und so weiter gewählt. Das ist vielleicht ein bisschen der Preis. Man ist zwar Nationalrat, hat ein hohes Renommee in der Schweiz, im Nationalrat ist, aber man ist nicht das Zünglein an der Waage, wenn es darum geht, große Dinge
innerhalb der Partei oder innerhalb des gesamten Parlaments zu bewegen. Sehe ich das richtig? Ja gut, in der SVP darf ich sagen, bin ich wohl gelitten. Ich darf alles machen, ich darf in wichtigen Kommissionen Einsitz nehmen. Bei uns ist das Gott sei Dank nicht so. Aber die Medien natürlich, die versuchen, dich dann da totzuschweigen und auszugrenzen. Das ist einfach so. Und ich glaube, das wirklich das Schlimmste, das haben wir in der Pandemie gesehen, sind diese verdammten Medien. Also das, also wenn ich sehe, wie bei Ringe gelogen wurde, wie diese Leute, dann kam noch ein ganz Seiten, ich habe die gespeichert, niemand beeinflusst Blick, diese Lügenbolde, diese verdammten, ich kann es gar nicht anders sagen, von Ringier von oben bis zu dieser unsäglichen Sermin Fakki, die jetzt übrigens weg muss oder weggeht, über Dorer, über De Schepper, über Gavelti, all diese Brüder und Schwestern, oder, das sind übrigens alle weg, sehr erfreulich, wie diese gelogen haben, oder? Und sich bezahlen ließen oder mindestens mit Informationen bestechen ließen aus dem Hause Berse. Das war ja unglaublich, oder? Und am Schluss sagen die noch, kommen die noch davon mit der ganzen Übung, oder? Nein, niemand ist bereit aufzuarbeiten nach dieser Rolle. Traue keinem Politiker mit einem positiven oder neutralen Wikipedia-Eintrag. Wähle nur Politiker, die vom Mainstream verheizt werden. Das ist vielleicht ein guter Ratgeber für die nächsten Wahlen, oder? Ja, könnte sein. Es gibt aber auch natürlich redliche Politiker, will das überhaupt nicht. Die werden dann nicht so gut. In Abrede stellen, es gibt sehr, sehr viele. Und du musst immer fragen, das hat mich der alte Transportunternehmer Hans-Peter Setz vor 30 Jahren hat er mir das gesagt. Andi, schau immer cui bono. Wem nützt es? Und dann wirst du bei jedem Mord draufkommen, wer es war, und auch bei jeder politischen Handlung, wem nützt es? Und dann hast du schon die richtigen Leute. Also mir hat es sehr genützt, dass du in meiner Sendung Rede und Antwort gestanden bist, und ich hoffe, die Initiativen, auch wenn es nicht so gut aussieht, vielleicht bei allen, sind in deinem Sinne, verlaufen in deinem oder unserem Sinne. Ich hoffe, du stehst wieder einmal für ein Interview zur Verfügung. Du bist einer meiner absoluten Lieblingsgäste, weil du nicht nur qualifiziert bist, sondern eben auch wirklich Klartext sprichst. Und trotzdem irgendwo, sage ich mal, im Mainstream angekommen bist. Du bist eine Art Weltwoche in der Schweizer Politik, oder? Danke, zu viel der Ehre. Aber es macht wirklich immer Spaß mit dir, Dani, weil du die richtigen Fragen stellst, weil auch du kein Tabu kennst. Das macht wirklich Spaß mit dir. Herzlichen Dank. Super. Vielen Dank, Andreas, für das Lob. Danke. Und ich hoffe, wir sehen sich wieder. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlichen Dank fürs Einschalten. Bitte teilt das Video, wenn es euch gefallen hat. Und ich glaube, wenn ihr die Sendung aufmerksam verfolgt habt, habt ihr jetzt auch eine Idee, wie ihr am 9. Juni abstimmen sollt. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis bald.